Herzlich willkommen zur Vorstellung des Uploadsplans für die 13. Kalenderwoche, also vom Montag, dem 25.03. bis Sonntag, dem 31.03. Täglich ab 14.30 Uhr wird euch die aktuelle Folge des Let's Plays zu Dragon Age Origins geboten. Ja, das Abenteuer im Zirkel der Magier geht zu Ende, aber ob wir uns jetzt auf Seiten der Magier schlagen werden, auf Seiten der Templer oder gar von der Blutmagie verführt werden, das seht ihr am besten selbst. Ebenfalls täglich, nämlich ab 17.30 Uhr jeden Tag, kommen die neuesten Folgen von Let's Play Mass Effect 3 in der Special Edition für die Wii U. Das Finale von Let's Play Mass Effect 3 tut sich schon langsam da hinten am Horizont ablichten. So werden wir zum Beispiel in dieser Woche die letzte, wirklich die allerletzte, M7-Mission starten. Und wir werden am Wochenende etwas mehr über die Familiengeschichte von Miranda erfahren und uns auf die Zuflucht begeben und schauen, was die Zuflucht mit den Reapern und Cerberus zu tun hat. Und vielleicht auch ein bisschen Hintergrundinformationen zu Cerberus bekommen. Ein weiteres Finale, das sich diese Woche nicht nur ankündigt, sondern tatsächlich stattfindet, ist nämlich das Finale zu Let's Play Blade Runner. In den drei Folgen zu Let's Play Blade Runner erfahren wir nicht nur das große Finale, also wer ist ein Mensch, wer ist ein Replikant, ist McCoy vielleicht sogar ein Replikant, sondern wir erfahren auch, wer steckt hinter der Verschwörung gegen McCoy. Also wer hat ihn den Mord angehängt und so weiter. Das alles seht ihr in den drei Folgen diese Woche am Dienstag, Donnerstag und Samstag, jeweils um 18.30 Uhr. Am Montag, Mittwoch, Freitag und am Sonntag, jeweils um 18.30 Uhr, erwartet euch jeweils die neueste Folge von Let's Play Saints Row 2. Diese Woche werden wir uns ein bisschen die Bruderschaft anschauen, nämlich eine Rocker-Gang, die sich in Stillwater breit gemacht hat. Und wir zeigen ihm mal, wo der Hammer hängt. So, und jetzt kommen wir zu den Sachen, die etwas außerhalb des regulären Programms stattfinden. Am Montag um 16 Uhr kommt die dritte und damit auch erstmal vorläufig die letzte Folge von Let's Angespielt Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Ich hoffe, euch haben die drei Folgen gefallen und irgendwann werde ich höherlevelige Gebiete zeigen und vielleicht auch den Multiplayer-Modus. Allerdings, wann genau, das steht noch in den Sternen. Dafür geht's, wenn alles gut läuft, gleich am Dienstag weiter mit einem weiteren Let's Angespielt und zwar zu dem lang erwarteten Bioshock Infinite. Auch hier werde ich mit euch zusammen die ersten 1,5 Stunden anspielen, um einfach zu sehen, was taugt das Spiel und wie ist der Einstieg. Und ist es wirklich ein legitimer Nachfolger und ein Erbe des großartigen Bioshocks? Allerdings gilt natürlich hier, wie bei allen meinen Produktionen, ob ich wirklich den Termin einhalten kann, das ist nicht nur an mir gelegen, sondern es hängt auch an YouTube, an meinen freundlichen Dealer, der mir natürlich das Spiel Bioshock zur Verfügung stellen muss und natürlich auch, ja, an meinem Privatleben. Irgendwas muss ich auch machen. Für alle, die enttäuscht sind, dass Blade Runner diese Woche zu Ende geht, denen sei so viel verraten, dass ich derzeit an zwei wunderbaren Adventures arbeite. Aber um welche Adventures sich dabei handelt, das erfahrt ihr erst nächste Woche im nächsten Uploadplan. Und mit den Worten verabschiede ich mich von euch und wünsche euch einfach ein wunderschönes Osterfest. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr eingeschaltet habt.